So. Wir machen weiter mit Kapitel 3 jetzt. Wir haben ja das zweite Kapitel beendet. Und ich glaube, das sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und da machen wir jetzt weiter. Genau, jetzt sind wir wieder Robert. Der mit der Seilbahn hier ankam. Was haben wir denn hier Hübsches? Viel zu viel mal wieder. Nach oben. Familienfotos. Herr Kleins Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Sein Kind mit Süßigkeiten und ein Garten voller Bäume. Nett. Das ist was. Aber das sieht aus wie er hier. Wozu soll ich das brauchen? Man weiß nie. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Mhm. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Schön wäre das manchmal. Okay, wir haben einen Vogel, wir haben einen Teekessel. Aua, viel zu heiß zum Anfassen. Was ist das? Und das? Ein Hoala. Ein Ho... Oh, das ist eine Taube. Ein Ausweis. Hey, Finger weg. Okay. Das könnte praktisch werden. Das würde sicher niemand vermissen. Ach, Inner World ist so schön. Oh ja, du sagst es. Wenn Cordy sagt, dass es ein Wort ist, gehe ich wieder. Na gut, mach's gut, Impi. Das riecht nach Zitrone. Das tue ich lieber nicht. Aber wieso nicht? Oh, wie hübsch. Beautiful ist das. Beautiful. Wirklich nicht. Okay, wirklich nicht. Alles klar, was haben wir hier? Ein Schild. Nach Wollingen. Da waren wir ja gerade. Da komme ich doch her. Okay, dann haben wir hier unten alles angeklickt. Wir schauen uns mal den Vogel an. Der ist versandbereit verpackt. Nein, das wäre Kidnapping. Die Feder ist schuld daran, dass der Spender so schwer zu bedienen ist. Da ist schon wieder so ein Symbol. Ketchup-Spender und Trainingsgerät in einem. Witzig. Hey, Finger weg. Na gut, ja gut. Stresser. So, kann ich zur Taube wechseln? Nanu? Hack, hör auf, da drauf rumzuhacken. Wie seltsam ist das hier denn? Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Kann ich... Tiere müssen in einem genormten Versandkäfig reisen. Aha. Oh, das macht mich voll kirre, dass das verkehrt rum ist irgendwie. Danke für euer Verständnis. Ja, immer gerne doch, gar kein Thema. Gott, das ist ja seltsam. Okay, wir haben hier ein Ticket, Omar. Hier kann ich Tickets für die Seilbahn kaufen. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Fehlercode, Pistazie, 404. Oh, er scheint kaputt zu sein. Ach Mist. Kann nicht einfach mal was klappen? Robert? Was ist das hier? Jetzt höre ich schon Lauras Stimme und nicht mehr nur Conroys. Robert, Flötennase. Laura? Laura, bist du das? Oh nein, nicht die. Wer zur Hölle sollte ich sonst sein, du Depp? Oh, du bist es. Flötennase, du hast mir so gefehlt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ach, sie ist es doch nicht. Natürlich bin ich das. Laura, wo steckst du? Ich bin als Gepäck gereist und jetzt hänge ich hier im Lager fest. Oh Mann, ich hab dich so vermisst.
Ich dich auch, Flötennase. Ich habe so gehofft, dass ich dich hier finde. Und wie holen wir sie da jetzt raus? Ich habe Libretta im Gefängnis getroffen. Geht es ihr gut? Ja, noch. Wir müssen uns beeilen und Emil aufhalten, bevor er alle Flötennasen in den Windbrunnen stößt. Also, wie lautet dein Plan? Wir müssen nach Alt-Aspen. Da erkläre ich dir dann alles Weitere. Ich versuche gerade ein Ticket zu besorgen, aber der Automat ist kaputt. Von hier aus kann ich den Automaten bestimmt reparieren. Toll! Aber wie kommst du dann mit? Ich werde nicht ohne dich fahren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir treffen uns einfach in Alt-Aspen. Dann erzählst du mir von deinem Plan. Und dann retten wir wieder die Welt. Wie früher. Ja, dann kann ich dich endlich in den Arm nehmen. Einverstanden. Und ich werde dir erstmal einen dicken, fetten Kuss geben. Ich brauche dieses Seilbahnticket. Das war jetzt komisch irgendwie. Ach. Aha. Wie nett. Gott, wieso ist hier schon wieder so viel, was ich anklicken kann? Ein Knopf. Wir drücken den Knopf. Ah ja. Okay. Das aktiviert den Greifarm für die Pakete. Alles mit Versandaufkleber wird abtransportiert. Verstehe. Da werden neue Pakete angeliefert. Passiert hier? Damit kann ich neue Pakete anfordern. Aha. Okay. Rote Stecker, die nehme ich mal mit. Hier liegt ein alter Donut. Sägespäne nehme ich mit. Eine Wollmaus. Wie ist denn die Wollmaus hier hingekommen? Oh, wie süß da draußen. Erstmal alles mitnehmen. Eine Schüssel. Was ist das? Wer auch immer hier war, das Versteck ist jetzt verlassen. Nein, ich habe mich lange genug versteckt. Okay. Einheitskörper. Interessant. Auf jeden Fall. Fühlt sich ziemlich warm an. Das hat Heizung so an sich. So viel zu sehen. Okay, Bohrtiere. Oh, Bohrtiere. Ich hatte eins, als ich klein war. Die Viecher lieben Sägespäne. Streicheln ist keine so gute Idee. Okay, dann nicht. Sie mögen Sägespäne. Aha. Ja, das schmeckt, nicht wahr? Ich verstehe. Bohrtierfütterung habe ich gerade als Errungenschaft bekommen. Okay, dann gucken wir doch mal hier in den Lüftungsschacht. Bestimmt in die Haupthalle, zu Robert. Vermutlich. Da passe ich nicht durch. Hiermit stellt man den Schacht wohl auf Ansaugen. Hiermit stellt man den Schacht wohl auf Absaugen. Mhm. Vielleicht kann ich hier den Ticketautomaten reparieren. Nanu? Oh Gott. Vielleicht kann mir die Service-Hotline weiterhelfen. Hallo, Trisus! Einen wunderschönen Abend. Langes her, wie geht's dir? Ja, hallo? Ich stehe hier gerade vor dem Stimmfeld vom Ticketautomaten. Irgendwer hat hier alles kaputt gemacht und ich bräuchte Hilfe. Also ich habe hier, bunte Stecker. Wenn Sie mir schnell verraten, was wohin gehört, sind Sie mich gleich los. Hallo. Danke, dass Sie die Technik-Hotline angerufen haben. Leider befinden sich die Kollegen der technischen Unterstützung gerade im Urlaub. Mein Name ist Mysteriosa, das Medium. Wie kann ich Ihnen helfen? Medium? Ich brauche technische Unterstützung. Ich spüre deine große Unruhe in dir. Willst du darüber reden? Nein, ehrlich gesagt würde ich einfach gerne über diesen dummen Steckplan reden. Gott. Oh, und jetzt spüre ich Wut. Ja, no shit. Ja, ich spüre auch Wut. Oh, Moment. Ich bekomme da gerade eine Nachricht durch meine magischen Papierschnipsel. Willst du die Verbindungen wieder im ewigen Kreis der Energie einbinden? Ich will ein verdammtes Steckfeld reparieren.
So musst du zuerst deine Seele mit den Elementen in Einklang bringen. Fluss, Erde, Licht, Wind und eine geheimnisvolle letzte Verbindung. Liebe. Das darf doch alles nicht wahr sein. Oh Gott, okay. Was denn für ein Fluss? Der Fluss deiner Seele natürlich. Natürlich. Ich sehe deine Seele. Dein Lebensfluss entspringt energetisch aus den unendlichen Weiten und mündet leise gurgelnd in der humanen Spalte. Was für eine Spalte? Die humane. Boah! Spalte. Wo ist dieser Fluss? Ich hab nicht übel Lust, mich zu ertränken. Was? Okay. Also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Genau so ist es. Aus den unendlichen Weiten? Aha, aha. Okay, also Erde. Ich gehe mal davon aus, dass du hier einen ominösen Satz... Ich sehe deine Vergangenheit. Okay. Und los geht's. Geerdet im Boden der Tatsachen suchst du die Verbindung zu deinen Wurzeln, doch du kannst nicht zurück. Was soll das heißen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du ganz allein rausfinden. Aber darum habe ich doch beim Technik-Support angerufen. Leg bei der Esoterik-Hotline auf und spiel weiter. Ja, ich will ja, aber ich brauche sie. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nie mehr. Ich check's nicht. Okay. Also Licht. Ich sehe ein helles Licht. Hoffnung, die leuchtet wie ein Phosphos. Das aufgeht am Rande des Zylinderwaldes, ein kurzes Stück nach Südwesten, um sich dort zu verlieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die geheimnisvollen Botschaften aus der Zwischenwelt. Nein, du machst überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein Medium. Ich habe diese Gabe nicht erwählt. Diese Gabe hat mich erwählt. Gabe? Ja, klar. Okay, wenn du hell sehen kannst, wie ist mein Name? Laura. Oh, wow. Anja wollte Technik-Hotline, bekam aber Esoterik. Mal ja, ich bin gerade voll überfordert. Hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das sind Zylinderberge. Und was ist mit Wind? Ich sehe deinen Willen. Mach ich beim Verdrahten auch mal. Von Ober- bis Unter-Asposien. Die sanfte Brise im Nordosten hat seinen Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Alles klar, einfach ruhig bleiben. Was könnte das heißen? Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur weitergeben, was meine Papierschnipsel mir mitteilen. Ihre Papierschnipsel? Genau. Ich habe die Gebrauchsanleitung zerschnippelt und jetzt kann ich damit wunderbar die Zukunft voraussagen. Ich hasse diese Frau. Was? Ist es normal, dass ich überhaupt nicht raffe? Ja, rein theoretisch schon, weil du halt jetzt erst dazugekommen bist. Aber wärst du von Anfang an dabei gewesen, wüsstest du es. Wir versuchen gerade einen Ticketautomaten zu reparieren und wir haben so Stöpsel. Also wenn du hier mal guckst, hier oben sind diese Stöpsel und davon haben wir ganz viele verschiedene Farben. Und die müssen wir jetzt hier irgendwie ansortieren. Was die Esoterik-Tante mir da jetzt verzapft, hat irgendwas damit zu tun, wie ich die hier hinstöpsel. Aber ich weiß noch nicht so ganz was. Die sanfte Brise im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Was will uns die Bekloppte damit sagen? Hass nicht das Medium, hass die Ja, ich hasse die Schnipsel und dich. Ich hasse euch beide. Dankeschön. Alles klar. Du hast mir sicher auch was Sinnloses zum Thema Liebe zu sagen.
Ich sehe deine Liebe. Ich sehe, eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlt machen. Aha. Ich habe aber nur eine negative Einstellung. Also, ich glaube irgendwie, positiv und negativ ist rot. Also eine positive Einstellung macht sich bezahlt. Los so ist und es. Das da. Das ist das erste Mal, dass du Sinn machst. Also ich glaube, die zwei sind rot. Ich lege jetzt auf. Bis später. Oh, ich werde ganz bestimmt nicht nochmal anrufen. Doch, ich denke schon. Ja, ich glaube auch. Aber das ist okay. Also rot ist hier. Und da. Oh Gott. Zum Knabbern taugen die Sägespäne nun wirklich nicht. Netter Einfall. Okay, Ich könnte versuchen, einen dieser Stecker hineinzustecken. So viel zu sehen. Wie kommt man auf so eine Idee? Was waren die Zylinderberge? Ich weiß nicht mehr. Oh Gott, ich will dir nicht mehr zuhören. Hallo. Ich. Ja, du weißt. Okay. Also Liebe haben wir schon. Fangen wir mit Wind an. Die sanfte Brise im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Was will uns die Bekloppte damit sagen? Hass nicht das Medium. Also ich glaube, Wind sind die zwei dann, ha? Ich hasse euch beide. Ich spüre. Tschüss. Nordosten oben rechts, ja, ich glaube auch. Also das da und das da. Ja. Okay, Licht sind gelb. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich hätte hier gesagt. Ich spür's. Ja, bla bla bla. Also gelb ist dann hier und ich glaube da. Next one. Ja, mein Kind. Alles klar, Mad Max, mach's gut. Schön, dass du da warst. Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Wurzeln? Nie mehr. Und das da. Was? Fluss? Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Genau so ist es. Blau-braun. Ich spüre, grün. Dass du... Tschüss. Also. Eins, unendlich. Und das da. Und dann das. Und das. Oh, das war richtig. Ha, wie gut. Nett. Und links, aber eigentlich zwischen Südwesten und Süden. Was? Was? Okay, Paketausgabe. Wieso schaue ich mir das an? Keine Ahnung, hätte ja sein können. Robert? Er hört mich nicht. Er hatte gerade beim Ablöschen mit Portwein die Nase über der Pfanne. Jetzt ist alles cool. Schön. Hallo Tob, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Also, obvious geht's dir wahrscheinlich gut. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Ticket wird gedruckt. Biep, boop, biep. Bitteschön. Entnehmen Sie das Wechselgeld aus dem dafür vorgesehenen Wechselgeldfach. Denken Sie daran, Ihr Gepäck hier aufzugeben. Danke, Automat. Aber ich hab doch gar kein Geld reingeschoben. Wechselgeld. Aha. Warum kriege ich Wechselgeld? Naja. Ich möchte mal nach oben gehen, bitte. Das ist sehr verwirrend. Boah, kann ich meinen Bildschirm bitte umdrehen? Das ist ja schräg. Plakat, ja, weiß ich schon. Was?
Staatsfeind Nummer 1 habe ich gerade bekommen. Witzig. Wenn einem die Verantwortung im Nacken sitzt, gibt es doch nichts Besseres als Bilder von niedlichen Tieren. Nun. Halt! Nasenkontrolle! Was? Oh je. Nasenkontrolle, aha. Ich will nach Altaspen. Dann einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Ich meine, nehmen wir mal an, ich würde nach Altaspen wollen. Also rein hypothetisch. Kein Grund, mich zu beleidigen. Aber wenn ihr nach Altaspen wollt, braucht ihr zunächst mal ein Ticket. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein. Und natürlich müsst ihr euren kleinen grauen Kumpel als Gepäck aufgeben. In einem genormten Käfig. Aha. Okay. Es gibt eine Nasenkontrolle? Keine Sorge, die gibt es nicht für alle. Für wen denn nicht? Die Conroyalisten kann man so durchlassen. Ich meine, wenn man denen nicht trauen kann, wem dann? Und alle anderen müssen sich untersuchen lassen? Ja, ich meine, wir sind ja alle gleich. Aber die sind gleicher. Aha. Was bräuchte ich nochmal, wenn ich nach Altaspen will? Ihr braucht ein Ticket, es muss ein Platz in der Gondel frei sein und ihr müsst eure Taube als Gepäck aufgeben. Alles klar. Ist noch ein Platz frei in der Gondel? Nein, es gibt genauso viele Fahrgäste wie Plätze. Ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet, dass es keine freien Plätze mehr gibt. Hm. Kann ich meine Taube nicht auf dem Arm mitnehmen? Dann könnte ja jeder jeden auf den Arm nehmen. Ihre Taube muss in einem genormten Versandkäfig mitfahren oder gar nicht. Na gut. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Halt! Oh je. Okay, scheinbar darf ich nicht in diese Richtung laufen. Okay, alles klar. Dann danke. Stets zu Diensten. Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. Ein Haken. Wirklich interessant. Was soll ich denn aufhängen? Keine Ahnung. Das da. Oh, na nun was? Wie süß. Aber jetzt pustet er doch den Dampf hier rein, oder nicht? Was soll er damit? Keine Ahnung. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Okay. Ich glaube, ich versuche, diese Kräuter in den Tee zu kippen. Ich hoffe, die Kräuter verbrennen nicht. Okay, dann unterhalten wir uns mal mit dem Reisenden. Er scheint schon länger zu warten. Hallo, ich bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ich bin Herr Klein. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert. Das ist eine Mischung aus Angst und Wald. Oh Gott. Der Typ, süß. Das erinnert mich an zu Hause. Komm doch etwas näher. Lass mich ein wenig an dir riechen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Ein bisschen Heimat für den guten alten Herr Klein. Was macht ihr hier eigentlich? Was ich hier... Oh, also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also notdürftig. Oh Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Ich hasse meinen Job. Ich will einfach nur nach Hause. Oh Gott, wie leid er mir tut. Ihr seid bestimmt viel rumgekommen. Das mag stimmen. Aber zu Hause ist es immer noch am schönsten.
Also, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ich erinnere mich nur noch vage an Gerüche. Da war der Zitronenbaum im Kräutergarten meiner Frau. Und meine Kinder. Kinder riechen immer nach Süßigkeiten. Mein Sohn hat Karamellzuckerwatte geliebt. Und der Duft meines Traums. Was ist euer Traum? Ich wollte immer Holzfäller werden. Der süße Holzduft. Das hört sich aber toll an. Reden wir nicht mehr drüber. Das macht mich so traurig. Ach Gott, ich will ihn knuddeln. Es tut mir leid, dass euch eure Familie fehlt. Ja, am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau. Ihr Kräut... Okay, das hatten wir schon. Das ist also Haribert? Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Seit 3 Jahren. Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Er würde sicherlich gerne singen. Aber seine Gefangenschaft macht ihn traurig. Dann lass ihn frei. Das spüre ich, weil es mir genauso geht. Oh. Kann ich noch mal an dir riechen? Er ist so gruselig, oh, aber irgendwie tut er mir leid. Glücklich aus. Ja, er ist ein sehr komplizierter Charakter. Sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig. Und ich muss was Neues ausliefern. Und immer so weiter. Und immer so fort. Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller, genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Es muss so schwer sein. Du hast sein, gerade sehr viele Dinge beschrieben, die du vermisst. Aber ja doch, ich wette, meine Frau hat schon einen anderen. Oh. Aber ich liebe sie doch so. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar. Und meine Kinder. Meine Kinder. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach, herrje, oh, das tut mir so leid. Ich bin immer trauriger hier. Ich kann euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal an dir riechen? Ach, es ist so gruselig. Nein. Wo ist denn euer Zuhause? Zuhause ist da, wo das Herz ist. Und mein Herz ist in Unternickwitz. Bei meiner Frau und meinen Kindern. Und meinem Traum, Holzfäller zu werden. Aber ich will nicht drüber reden. Du redest schon die ganze Zeit darüber. Ich nehme an, ihr braucht den Versandkäfig noch? Der genormte Versandkäfig VBA 1? Ja, leider. Na toll. Und ich brauche natürlich auch einen. Weißt du was? Wenn ich meinen Job an den Nagel hänge, gehört er dir. Dann ist der Vogel frei, ich bin frei. Und du hast einen Käfig. Das wäre zauberhaft. Aber... es ist nur ein Wunschtraum. Aber warum? Ich meine, du könntest doch einfach deinen Job hinschmeißen. Wer braucht denn diesen Vogel so dringend? Kein Mensch. Mach's gut. Riech dich später. Riech dich später, wie süß. So, kann ich irgendwie diese Pfütze hier, bitte... Das ja. Pfützenwasser ist in der Spritze. So, dann brauche ich jetzt bitte einmal das hier. Er hat nämlich gesagt,
Holz, alles direkt Zitrone, Lüftungsrohr. Wo kommt dieses Lüftungsrohr her? Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Trinkpäckchen. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Karamellbonbon oder so. Das ist schlimm, wenn es auf dem Kopf steht. Ich komme damit ja gar nicht klar. Ich hoffe, die Kräuter verbrennen nicht. Okay, dann reden wir mal mit dem Typen hier. Hallo, ich bin Robert. Foggo. Was ist ein Foggo? Foggo ist ein Trötenjäger. Er jagt Tröten und sammelt ihre verdammten, durchlöcherten Nasen. Bravo. Wie nett. Warum jagst du denn Flötennasen? Foggo hat nichts gegen Flötennasen. Foggo hat was gegen miese Aufschneider, die den Abt, seine Eminenz Conroy, auf dem Gewissen haben. Diese Bastarde mit ihren pfeifenden Nasen, das ist wieder natürlich. Foggo hasst Pfeifen. Warum hast du denn Pfeifen? Foggo hatte jahrelang einen Tinnitus. Oh. Ja, wenn Foggo irgendwo ein Pfeifen hört, dann rastet Foggo aus. Foggo redet auch gerne von sich in der dritten Person. Er ist dann konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Immer wenn du ein Pfeifen hörst? Ja, bleib mir weg mit dem Pfeifen. Hast du schon mal eine Flötennase erwischt? Na klar. Naja, nicht direkt erwischt. Aber ich habe schon mal eine gesehen. In einem Buch. Mit Bildern. Also auf einem Bild. Also einem Fahndungsplakat. Die, die überall hängen? Yep. Hast du schon mal eine gesehen? Ich bin selber eine. Aber bist du dir sicher, dass alle Flötennasen die Götter mit ihrem Flöten erzürnen? Sind das nicht alles eher Gerüchte? Ich meine, es gibt doch keine bestätigte Quelle, die beweist, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Foggos Meinung steht fest. Verwirr Foggo nicht mit Tatsachen. Du hasst sie doch eigentlich nur, weil sie dich mit ihrem Pfeifen so ablenken, oder? Foggo findet, das reicht, um jemanden zu hassen. Störe ich gerade beim Essen? Ja, Wollingen. Was hast du denn da? Einen guten alten Wurzelburger. Dieses Zeug hat Asposien groß gemacht. Darf ich mal probieren? Nein, das ist Foggos Burger. Und Foggos Burger allein. Foggo teilt nicht. Alles klar, Foggo. Dieser Typ, dieser Foggo. Dein Wurzelburger sieht lecker aus. Ist er aber nicht. Foggo braucht Ketchup. Foggo hat aber keinen Ketchup. Vielleicht muss man ihn nur reparieren. Spaß daran, ihn zu synchronisieren. Burger, Ketchup-Spender. Foggo hat bei aber keinen Ketchup. Hat das nicht gegeben. Foggo will Ketchup. Ich wusste gar nicht, dass Flötennasenjäger ein Beruf ist. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Es ist viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Foggos Ziel ist es, alle Tröten auszulöschen. Warst du schon immer Flötennasenjäger? Foggos ganzes Leben lang. Im Herzen. Also, offiziell war Foggo bis vor 3 Jahren noch kein Flötennasenjäger. Aber Foggo ist gleich als einer der ersten den Conroyalisten beigetreten. Jetzt leitet Foggo da die Abteilung Badass. Was warst du denn vorher? Bibliothekar. Passt auf jeden Fall zu dir. Wie wird man Flötennasenjäger? Man braucht gute Instinkte. Foggo kann Tröten riechen. Auf 1000 Kilometer Entfernung. Aha. Also, wenn eine Flötennase vor dir stehen würde, so direkt vor dir,
und mit dir reden würde. Dann wäre die Tröte in Sekunden weg vom Fenster. Foggo merkt sowas. Foggo ist nicht so klug. Ein Vollidiot. Doch, Foggo ist ein riesengroßer Vollidiot. Mach's gut, Foggo. Ja, ja. Zisch ab, Junge. Kann ich flöten irgendwie? Hey. Das könnte praktisch werden. Aber ich kann nicht flöten irgendwie. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Ist hier irgendwas unten? Zum Knabbern taugen die Sägespäne nicht. Kann ich die hochschicken? Ich möchte nicht, dass sie wegfliegen. Hiermit. Nein, das bringt nichts. Du möchtest nicht, dass sie wegfliegen. Das ist zwar Ramsch, aber es ist mein Ramsch. Keine gute Idee. Mhm. Die Wollmaus könnte durch das Gitter passen. Das möchte ich nicht verschicken. Jetzt habe ich eine Wollmaus. Warum habe ich jetzt eine Wollmaus? Laura, bist du noch da? Ich versuche, an Bord der Seilbahn zu kommen. Und ich versuche, mich zu verpacken. Okay. Ach so, wir versuchen, sie zu verpacken. Okay. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht so gecheckt. Irgendwie riecht's hier komisch. Ich weiß nur noch nicht, nach was. Finde ich aber noch raus. Wie verpacken wir dich denn? Zum Knabbern taugen die Sägespäne nun wirklich nicht. Wenn ich Robert etwas schicken möchte, muss ich einen anderen Weg finden. Das möchte ich nicht verschicken. Das friert nicht. Das friert nicht. Der Knopf sitzt in der Falle. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, du hättest eine Idee, dann leg los. Na, guck an. Mit der Kiste könnte ich nach Alt-Aspen kommen. Ohne Luftlöcher? Auf keinen Fall. Außerdem ignoriert der Greifarm Kisten ohne Versandaufkleber. Mit der Kiste könnte ich nach Alt-Aspen kommen. Ohne Versandaufkleber. Streicheln ist keine so gute Idee. Und ohne Löcher. Oh, Bohrtiere. Ich hatte die Viecher. Okay, Das muss nicht nach Alt-Aspen. Das muss nicht nach Alt... Nein, die machen das nur kaputt. Okay, ich weiß gerade nicht, was sie machen kann. Kann ich mit dir irgendwas tun? Ah ja. Hey, Schnabel weg. Hey, Schnabel weg. Huck, bist du das? Meinst du, du kannst irgendwie hier zu mir rüberkommen? Huck, bist du das?
du, du kannst irgendwie hier zu mir rüberkommen? Bestimmt. Aber wie? Aber wie? Moment, das ist Haribert's Versandkäfig. Was hältst du von einer Brille, die du einmal kaufen musst? Dann kannst du auf Knopfdruck die Farbe ändern, immer passend zum Outfit, welches du gerade trägst. Und in Zukunft möchte ich für alle Nicht-Brillenträger den Schmuck herstellen, welche die Farbe wechselt. Finde ich voll die gute Idee, Sarah. Tiere müssen in einem genormten Versandkäfig reisen. Okay. Danke für euer Verständnis. Hack, hör auf, da drauf rumzuhacken. Na gut. Hey, alter Freund. Darunter komme ich auch nicht. Bitte nennen Sie Ihr Reiseziel. Kann ich das Karamellbonbon ansaugen? Oh, da wurde ein Karamellbonbon angesaugt. Das braucht keine künstlichen Zusatzstoffe. So richtig gut kleben die noch nicht daran. Hunger? Ja. Das hier? Nein. Wenn ich Robert etwas schicken möchte, muss ich einen anderen Weg finden. Okay, ich kann das doch bestimmt oben nochmal umdrehen, oder? Riecht hier echt komisch. Seltsam. Ich möchte nicht, dass es wegfliegt. Okay, so kann ich das nicht machen. Die Heizung hat das Karamellbonbon zum Schmelzen gebracht. Okay, mach's gut, Top. Das braucht keine künstlichen Zusatzstoffe. Das sollte klebrig genug sein, um nicht wegzufliegen. Hä? Oh, wie gut. Die arme Wollmaus. Warum sind die Dinger aber auch so vielseitig einsetzbar? Aber das lassen wir erstmal. Alles direkt verdampft. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Okay, können wir da irgendwie... Ich brauche nicht noch mehr tropfende Gegenstände. Okay, das bringt auch nichts. Das riecht nach Karamell und Sägespänen. Okay, das ist schon mal gut. Es fehlt eigentlich nur Zitrone. Laura? Flötennase? Kannst du das hier vielleicht gebrauchen? Nein, danke. Ich komm klar. Aber du hast es doch gar nicht. Ich kann das alleine. Ich kann alles alleine. Aber wieso? Nimm das doch bitte. Warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Ich
Genau, das können wir sicher noch brauchen. Das auch nicht. Für das? Nein. Ich weiß auch nicht, wofür das gut ist. Lass es uns behalten. Ja, ich brauche halt den Zitronenduft. Hey, das riecht gut. Zeig mal her. Dann nehme ich mal ihn. Das erinnert mich an zu Hause. Wieso? Wir haben dort auch Dinge. Okay. Hat nicht so funktioniert. Bitte nicht füttern. Das erinnert mich. Wir hatten dort auch Dinge, okay. Wie? Kann ich irgendwie... Was soll er damit? Das brauche ich dringender als er. Ich bin überfragt. Hey, Finger weg. Okay. Ich wollte ihn doch nur reparieren. Hey, Finger weg. Ich wollte ihn doch nur reparieren. Hey. Okay, das geht auch nicht. Das ist kein Versandkäfig. Laura? Flö. Kannst du... Nein, danke. Aber... Ich kann... Okay, okay. Kann ich hier irgendwas machen? Das muss nicht mit nach... Na gut. Was kann ich noch tun? Was war hier? Oh, wie... hübsch. Ja, beautiful. Wirklich nicht. Okay. Leer. Nein, das brauche ich noch. Hallo, Herr Klein. Ah, ja. Ich hab dich schon von Weitem gerochen. Komm ruhig näher, Robert. Das ist die Art Mann, vor der ich dich immer gewarnt habe, Robert. Nein, danke. Ich glaube, ich bleib hier stehen. Weiß nicht, nach was es hier riecht. Es ist aber irgendwie verstörend. Ihr solltet kündigen. Dieser Geruch nach Heimat. Ich würde ja gerne, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, ihr solltet es tun. Dann werdet ihr glücklich. Mehr Gerüche. Gib mir mehr. Auf Wiedersehen. Kleiner Schnüffler zum Abschied? Ich denke nicht. Nein. Mehr Gerüche. Also ich habe ja noch die komische Zitrone und das da. Ich hoffe, die... Aber das verdampft ja direkt wieder, ne? Alles direkt verdampft. Yep. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Was mache ich mit dieser Wollmaus auch? Könnte man machen oder lassen. Bitte nicht füttern. Nein. Das ist meins. Okay. Hallo. Ah, okay. Halt! Nasenkontrolle.
Ich habe noch was vergessen. Mhm. Wir Wachen sind nicht bestechlich. Bis zu einer bestimmten Summe. Schade eigentlich. Mhm. Warum sollte ich das tun? Gute Frage. Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Okay, das kann ich also nicht mehr abnehmen. Die Reise nach Altaspen ist komplett ausgebucht und die nächste Gondel geht in einer Woche. Oh, so lange kann ich nicht warten. Zu weit weg. Oh. Hallo, Sicherheitscheck. Einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Siehst du doch. Oh, ich wollte gar nicht mitfahren. Ich wollte nur gucken. Ach so, ja dann viel Spaß. Wollte ich nur gucken? Okay, dann danke. Kann ich mit ihm reden? Halt, Nasenkontrolle. Oh je. Okay, alles klar. Stets zu Diensten. Deine Chips sind so scharf. Oh. Man kann nie genug panieren. Aber das ist doch ziemlich absurd. Nein, ist es nicht. Okay, jetzt habe ich den Karamell wieder eingesammelt. Streicheln ist keine. Was tue ich mit diesen Viechern? Ich müsste ja rein theoretisch eins rausnehmen. Das scheint Sie zu interessieren. Die Viecher lieben Sägespäne. Es wird mir nicht weiterhelfen, wenn alles klebt. Twitch mag mich nicht. Habe ich schon gelesen. Das nenne ich meinen coolen Pulli. Und hallo, einen wunderschönen Abend, Phoenix. Hi. Das braucht keine künstlichen Zusatzstoffe. Was? Das muss nicht nach Altaspen. Übersehe ich. Hier steht schon eine Kiste für mich bereit. Irgendwas übersehe ich. Da ändere ich lieber nichts mehr dran. Wieso schaue ich mir das an? Keine Ahnung, weil es vielleicht was bringt. Irgendwas hat in die Heizung reingebissen. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. The Terrifying Jalapeno und Cream Cheese Inferno. Das klingt irgendwie voll geil, Sarah. Wieso lässt sie sich von mir nichts geben, sag mal? Okay, ich muss nachgucken. Ich habe leider gerade überhaupt keine Ahnung. Schau dich mit Laura im Gepäcklager um. Womit könnte man Luftlöcher in die Kiste? Mit diesen Tierchen. Rechts neben der Kiste steht dann, genau, vielleicht können die helfen. Muss sie irgendwie zur Kiste locken. Naja, Späne. Bohrtiebe liegen serisch. Siehst du irgendwo etwas Passendes im Gepäcklager? Ganz rechts liegt ein Haufen Sägespäne. Nimm sie mit. Ja, habe ich doch. Verstehe ich jetzt nicht. Es werden nur Dinge nach Altaspen verschickt, die ordnungsgemäß mit einem Versandaufkleber versehen wurden. Das gilt auch für Lauras Kiste. Vorerst hat Laura allerdings keine Möglichkeit, an einen solchen Aufkleber zu kommen. Du musst erstmal mit Robert weitermachen, okay? Ein Vogelkäfer in der Station sitzt links ein Reisender. Das habe ich schon gesehen. Du hast den Herr Klein erfahren, dass er diesen Vogel erst kündigt. Schon aufgefallen, dass Gerüche sehr wichtig sind, dann solltest du ansetzen. Welche Gerüche? Okay, Thema Reisen, sprich Zitronenbäume.
Kräutergarten, Karamellzuckerwatte und Holz. Ja, in der Station gibt es etwas, das nach Zitrone riecht, und zwar ganz unten rechts. Okay, die Wollmaus. Die Wollmaus? Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Tatsächlich, die Wollmaus. Oh, das riecht ein kleines bisschen nach meiner Frau. Eure Frau riecht nach nasser Wolle? Nach Zitrone. Ja, nu? Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. Hm. Stillhalten. Oh, wie er guckt. Oh, hier riecht es auf einmal so nach Zitrone und Kräutern. Das erinnert mich sehr an meine Frau. Foggo hört ein Pfeifen. Flötenhasen. Muss Foggo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören. Das macht Foggo irre. Tatsächlich. Hallo, Mali. Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit ihm. Riecht ihr was? Das riecht wie zu Hause. Atemberaubend. Es ist voll süß. Es reicht. Ich kündige den verdammten Job. Heimat, ich komme. Und du, Vogel, du bist jetzt frei. Meinen 7 Jahre alten Klon getroffen oder wenigstens ein Foto gemacht? Hey Laura, ich schicke dir Huck rüber. Alles klar. Huck, komm her. Huck, du bist es wirklich. Meine Lieblingstaube. Oh, von einem Kind ohne Erlaubnis. Ja gut, das... Ja, okay. Er gibt Sinn. Schade, der klebt nicht mehr richtig. So vielleicht? Gut. Es wird mir nicht weiterhelfen, wenn alles klebt. Solange da keine Luftlöcher drin sind, steige ich nicht ein. Das muss nicht nach Altaspen. Ja, aber du... Was soll das bringen? Ich flipp aus. Solange da keine Luftlöcher drin sind, steige ich nicht ein. Als Mann, ja, verstehe ich schon. Das friert nicht. Ah, okay. Ach, wie cute die sind. Oh, Cuties. Nichts wie weg hier. Dieser Ort deprimiert mich. Ja, okay. Nichts wie weg hier. Eben. Hier steht schon eine Kiste für mich bereit. Aha. Na gut. Käfig. Check. Aua! Viel zu heiß zum Anfassen.
stillhalten. Der Duft nach Zitrone und Kräutern wird immer intensiver. Muss Fogo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören? Das macht Fogo irre! Nein, er hat vielleicht diese beeindruckende Sonnenbrille auf, aber er ist nicht blind. Mhm. Umgebung gesichert. Fogo hat keine Flötennase gesichtet. War nur ein Teekessel. Klug. Fogo hat alles im Griff. Oh, ich hätte gerne das Kind gesehen. Das erinnert Fogo an das Blut seiner Feinde. Er sollte sich waschen gehen. Ja, geh dich mal waschen, Fogo. Ew, sieht echt übel aus, ey. Na gut. Hallo. Hallo, Nasenkontrolle. Ein Conroyalist. Guten Tag. Dürfte ich den Sicherheitsbereich einmal inspizieren? Natürlich, Herr Fogo. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Und heil Emil. Ja, ja. Dann reden wir mal mit dem Reisenden. Hallo? Was ist denn jetzt los? Seid ihr auch Conroyalist? Natürlich! Heil Conroy! Heil Emil! Das heißt, ihr mögt keine Flötennasen? Ich hasse sie aus tiefster Seele! Und nun entschuldigen Sie mich. Ich muss mich aufs Warten konzentrieren. Mhm. Es sind viele Conroyalisten unterwegs. Na, irgendwer muss ja für Ordnung sorgen und die Flötennasen besiegen. Er scheint nervös zu sein. Was wollt ihr denn in Altaspen? Ich will meine Mutter besuchen und ein wenig die Architektur genießen. Genau, ja. Warum stellen Sie denn so viele Fragen? Wollen Sie meine Platzreservierung sehen? Und ich habe mich genau an die Obergrenze für Flüssigkeiten gehalten. Ich war auch schon bei der Gepäckkontrolle. Sie können mir glauben, ich halte mich an Vorschriften. Ich müsste mal bitte umdrehen. Ja, es macht mich auch kirre. Warum gibt es denn hier eine Gepäckkontrolle? Juhu! Wir werden schon ihre Gründe haben. Hallo, Anja. Ich habe exakt die erlaubte Menge an Flüssigkeit dabei. Ich halte mich an die Vorschriften. Ghostbusters! Andere durften auch schon nicht mitfahren, weil sie zu viel dabei hatten. Aber ich habe nicht zu viel dabei. Alles genau richtig. Ich bin ein gesetzestreuer Asposa. Das bist du, ja. Peter! Peter, vielen, vielen Dank für 12 Monate. Dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön! Und einen wunderschönen Abend. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. You're gonna call those bastards. Ja. Ja, nee, ich finde das Original besser. Kann jederzeit kontrolliert werden? Aber ja doch, es muss ja alles seine Ordnung haben. Ja. Oh, falls die Wache mich kontrolliert, werden sie genau die vorgeschriebene Menge Flüssigkeit finden. Kein Tröpfchen mehr. Ist das so? Könnt ihr nicht zufällig euren Platz haben? Ich muss wirklich ganz dringend nach Altaspen. Sashim ist... Nein! Sashim ist schuld, der das immer gesagt hat. Verstehe. Ich muss nicht ganz dringend meine Cousine besuchen. Seine Cousine Wolltet jetzt. Ihr nicht eigentlich eure Mutter besuchen? Ja, Mutter und meine Cousine. Natürlich, habe ich doch gesagt. Ja, ist eindeutig gesagt. Nun, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss warten. Nun denn... Ich schätze, ihr müsst weiter warten. Schon besser, hatte mit Kopfschmerzen zu kämpfen, vermute wegen Blutdruck. Oh. Altaspen, ich komme. Tschüss. Ich hoffe, es ist jetzt weg. Ich wünsche dir eine gute Besserung, Peter. Kopfschmerzen sind immer böse. Das sind über 200 Milliliter. Kann ich ihn verpfeifen? Hallo. Wie kann ich behilflich sein? Ertragbar, okay, gut.
Konroyalistenanweisung. Sofortige Gepäcknachkontrolle bei verdächtigem Individuum. Zugriff. Jawohl. Gepäcknachkontrolle. Ich habe mich genau an die Vorgaben gehalten. Hey, zu viel Flüssigkeit. So dürft ihr aber nicht mehr mitfahren. Was? Yay. Nein, ich hab doch auf alles genau geachtet. Bitte folgt mir in den Kontrollbereich. Ach, das wird doch nicht nötig sein. Sehr verdächtig. Stillhalten. Oh nein. Nase. Ha, ich habe eine Flötennase gefunden. Mitkommen. Oh nein. Flötennasen kommen nach Oberasposien. Order von ganz oben. Du darfst in den Brunnen fallen. Das wollte ich nie. Nein, bitte. Ich habe Familie. Berichte. Flötennase entdeckt und abgeführt. Oh nein. Ihr habt dem asposischen Volk einen großen Dienst erwiesen. Oh mein Gott. Was passiert jetzt mit ihm? Ich meine, ich weise euch hiermit an, die Flötennase sofort freizulassen. Nein, Order von ganz oben. Oder seid ihr etwa Emil? Nein, Emil sah anders aus. Was habe ich getan? Tja, ich muss zugeben, ich bin erfreut zu sehen, dass doch noch etwas von meiner Erziehung bei dir hängen geblieben ist. Ach, Conroy, halt die Deine Klappe. Deine eigene Familie Psst. Zu verraten. Es schwelt mir stolz das Vaterherz. Nein, nicht du schon wieder. Ich muss schnell den Windmönch finden, bevor alle in den Brunnen gestoßen werden. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es riecht hier voll nach faulen Eiern und ich kann nicht sagen, wieso. Also nur so ganz leicht. Ist komisch irgendwie. Nein, ich habe nicht gepupst. Dann wüsste ich ja, woher es kommt. Aber... ist jetzt schon ewig so. Aber es geht nicht weg. So komisch. Ich finde übrigens alles, was Kopfschmerzen hervorruft, furchtbar. Also alles, was mit Kopfaua zu tun hat, finde ich ganz schrecklich. Keine Zähne geputzt? Wohl... Zahnschmerzen sind schlimmer. Also, es hat jetzt gerade erst angefangen. Vielleicht sind es auch keine faulen Eier. Das ist irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht. Naja, da würde ich jetzt gerne mitfahren, wenn es geht. Wie kann ich behilflich sein? Ich will Fleißige Eier. Jawohl, Herr Foggo. Ihr braucht ein Ticket. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein und ihr müsst eure Taube als Gepäck aufgeben. Ich darf doch sehr bitten. Für mich als Konroyalisten könnt ihr doch wohl eine Ausnahme machen. Die Regeln kommen doch von den Konroyalisten. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Mhm. Und wie genau gebe ich jetzt diese Taube ab? Der Knopf sitzt in der Falle. Die Kiste ist startklar. Nichts wie weg hier. Keine Sorge, ich gehe nicht ohne dich. Keine Sorge. Ja, scheinbar gehst du aber doch ohne. Das wäre übergriffig. Hä, was muss ich denn machen? Wieso schaue ich mir das an?
keine Chance, dass du diese Bombe hast. Hier steht schon eine Kiste für mich bereit. Ja, aber... Ich bin verwirrt. Nichts wie weg hier. Dieser Ort deprimiert mich. Als blinder Passagier in der Kiste muss ich nur noch vom Greifer weiter transportieren. Der Greifer erscheint immer, wenn man im Lager links auf den Knopf am Boden drückt. Das geht allerdings nicht, wenn der Knopf noch von der Schüssel blockiert ist. Nichts wie weg hier. So, jetzt kann ich doch mit Hack den Knopf drücken. Aha. Hallo. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde dann gern fahren jetzt. Ich will nach Alt-Aspen. Jawohl, Herr Foggo. Ihr braucht ein Ticket. Ich darf doch sehr bitten. Die Regeln... Aber okay, die habe ich doch jetzt. Augenblick, habt ihr ein Ticket? Selbstverständlich. Sehr gut. Dann müsst ihr aber noch, jedenfalls, danke für euer Verständnis. Dann auf nach Alt-Aspen. Hoffentlich kommen Laura und Huck auch gut an. Ja, jetzt ist es gleich vorbei mit dieser Ansicht. Das war Kapitel 3. Hör zu, ich weiß, du bist enttäuscht, aber ich habe mir das ganz genau überlegt. Was sollen wir denn mit noch einem Windmönch? Es ist bisher immer schiefgelaufen. Warum sagst du nicht einfach, wer du bist? Du wärst ein großartiger König. Och, woher willst du das wissen? Conroy hat immer gesagt... Du bist nicht mal in der Lage, eine Ameisenfarm zu beaufsichtigen, ohne dass am zweiten Tag eine Meuterei ausbricht. Aber Conroy ist nicht mehr da. Hör zu... Du bist mitfühlend und klug, auf deine Art und Weise. Und so unendlich geduldig. Ich weiß, du wärst perfekt. Warum kannst du das nicht sehen? Hör nicht auf sie. Hör auf mich. Ich bin dein Vater. Nett. Schön, dass sie das drin haben. Was? Gefällt mir. Ja, war eine Star Wars-Anspielung. Laura, ich kann nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das nicht kann. Wenn wir den Windmönch erst gefunden haben, wird alles gut. Er ist sein Leben lang auf die Herrscherrolle vorbereitet worden. Und Emil glaubt an Windmönche. Wir haben bessere Chancen, wenn wir ihm so jemanden bringen, als wenn wir ihm eine Flötennase vorsetzen. Laura? Ist das ein Ja? Wir sind wieder Freunde, richtig? Nanu, was ist das denn hier? Was ist das hier? Oh, hallo! Wer auch immer du bist bei Mama Dola. Ich bin leider gerade beim Bingo. Aber du kannst mir gerne eine Nachricht dalassen, wenn du dich dadurch besser fühlst. Mama Dola, out. Mama Dola, aha. Oh. Das war die Frau aus meiner Vision. Sie hat mir gesagt, dass ich den letzten Windmönch finden muss. Die Bingo-Frau? Ernsthaft? War das derselbe Text oder hat sie deinen Namen eingefügt? Nein, sie wusste ganz genau Bescheid. Wir müssen sie finden. Wenn wir sie finden, dann finden wir auch den letzten Windmönch. Okay. Aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir, sagen wir als Plan B, den Basilen wieder zum Laufen bringen und Emil zeigen? Nur falls sich deine Bandansage als Sackgasse entpuppt. Du musst mir vertrauen.
Du vertraust dir doch selber nicht. Wenn Emil dieses Metallmonster sieht, dann muss er die Wahrheit sehen. Okay, ihm scheint nur das Startmodul zu fehlen. Dann sollte der wieder schnurren wie eine Wollmaus im Mixer. Ah, wer will denn eine Wollmaus in den Mixer stecken? Und was ist das? Wo haben wir das denn her? Das Stofftier war in der Kiste. Niedlich. Was für eine merkwürdige Apparatur. Ein Fernsprecher. Hallo? Geht keiner ran. Ein Warnschild? Da steht, Achtung, Ferngespräche. Oh nein, Ferngespräche. Alles klar. Was haben wir hier noch? Hackpendel. Okay, Hack, ich möchte bitte, dass du hier dieses Pendel abnimmst. Und das Auge. Geh mal da hoch. Noch ein bisschen. Den Zettel. Was haben wir hier noch? Lehm. Die Klappe. Ich glaube, die Klappe geht erst auf, wenn der Basil wieder ansteht. Okay, das heißt, wir brauchen hier einen Steckplatz. Na gut, okay. Aha, du meine Güte. Der Lehm ist zu trocken, um irgendetwas damit anzufangen. Na gut. Können wir mal die Höhle angucken? Ich will später auch in so einem tollen Haus leben. Süß. Das würde nichts bringen. Okay. Was war noch gleich hinter dieser Klappe? Zeug. Dinge und Zeug. Nein, das bringt nichts. Ja. Nein, das... Okay. Ich möchte derzeit nichts versteinern. Frag in 5 Minuten nochmal. Spuck rein, dann ist er nicht mehr trocken. Zertifikat. Aha. Nase. Ganz löchrig. Oder gestreift. Willkommen in Alt-Aspen. Wow, das ist das erste Mal, dass ich als Flötennase irgendwo willkommen bin. Aspen hat sich nie dafür interessiert, wer du bist. Ich mag diese Stadt. Ein Hort für Andersdenkende. Pfui. Okay. Ha, du warst schon mal hier? Ich lese Bücher. Du liest gern? Toll. Ja, das stand in Verschwörungen und Explosionen, Band 4. Aha. Interessant. Der sieht ja nett aus. Ach, guck mal, da oben ist sie ja. Gott, schon wieder so viel anzuklicken. Was steht da? Für Erwachsene? Ich bin erwachsen. Okay, er schläft. Er umklammert eine Flasche. Sehe ich. Keine Lust, mit dem zu reden. Okay. Hack. Hallo, ein Prediger. Du musst einfach mal lauter sprechen. Startmodul. Dieses Startmodul sieht unversehrt aus. Hallo, ich brauche das Startmodul. Finger weg! Das ist mein einziger Beweis, dass die Basilen nicht echt sind. Ah, okay. Kann ich mir denn... das ein bisschen nass machen hier. Okay. Das möchte ich nicht nachbauen. Das möchte ich nicht nachbauen. Aber ich möchte, dass du das nachbaust. Der sieht schwer aus. Ich liebe Herausforderungen. Na dann, heb ihn auf. Hm,
Ich brauche mehr Hebelwirkung. Haben wir was zum Hebeln? Nein. Das Symbol sollte Robert sich mal ansehen. Mhm. Diese Schlafmützen blockieren den Flusslauf. Das ist zu weit weg. Okay. Interessant. Klappe. Die geht nicht auf. So ein Mist. Okay. Ein Wasserrad. Das treibt anscheinend die Hutfigur an. Ziemlich langsam. Interessant. Was sie alles interessant finden. Oh Gott, bitte nicht. Ich höre mir das nochmal an. Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Ja, ich schätze... Ich gewinne. Es dauert hier noch eine Weile. Sieht aus, als würde bei dem Spiel irgendwas fehlen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie da rauskommt, bis das Spiel vorbei ist. Es kann doch nicht so schwer sein, noch ein Bingo-Pferdchen aufzutreiben. Kann sein, dass das krank ist. Du kannst ja mal gucken. Hallo? Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan. Aber es klingt wie krank, ja. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Ich gehe hier nicht. Das okay. Ich sieht aus, als ich glaube das nicht. Ist krank. Hallo, Freko. Noch ein Bingo-Pferd. Ich möchte derzeit... Das möchte ich nicht. Nicht rumblödeln. Ich muss die Welt retten. Ein Schild. Willkommen bei Bernies Bingo-Tempel. So stelle ich mir meine persönliche Hölle vor. Nett. Ein Hut. Würde sich gut in meinem Inventar machen. Mhm. Okay. Ich möchte bitte einmal dich. Okay, jetzt haben wir Fischkreten. Was ist hiermit? Wäre das nicht auch was für dich? Hm. Hör nicht auf ihn, Huck. Gut. Nun gut, okay. Windbrunnen. Ein Windbrunnen. Schade, dass kein Wind mehr rauskommt. Aber es ist ja auch niemand mehr da, der ihn noch beschwören könnte. Du hast schon eine Ewigkeit nicht mehr das Windlied gespielt, Robert. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann hier in Altaspen, mitten in den Bergen. Junge, ich warne dich. Keine Musik. Du hast recht, es wird Zeit. Ein wenig Luft und Licht für Asposien. Das Mädchen hat keinen guten Einfluss auf dich. Ich verbiete dir, in sie verliebt zu sein. Ich lasse mir das Flöten nicht länger verbieten. Flötennase, alles klar bei dir? Was sind denn das für merkwürdige kleine Aussetzer, die du da hast? Gar nichts, nichts. Mir geht's gut. Pass auf. Ja, Freko, das habe ich nicht mitgekriegt. Schau ihn jetzt nicht viel. Ich mag es, wenn du das spielst. Wow. Total schön. Was zur Hölle ist das denn? Oh, sieht aus wie eine große, strubbelige Wollmaus. Du kannst im Inventar einen Song auswählen. Aha. Na nun, was ist das denn? Okay. Cool. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das würde nicht funktionieren. Okay, ein Windrad. Es dreht sich ganz langsam. Eine Statue. Pandur, der alte Windmönch. Damals hatte er seine Brille noch
und er sah wesentlich wütender aus. Ein Pony. Oh, das Pony sieht ziemlich mitgenommen aus. Was? Ich bin doch hier. Hallo, was machst du da? Genießt du die Aussicht? Robert, ich glaube, das Pferdchen will allein sein. Nein, ist schon okay. Gibt es da unten etwas, das du suchst? Meine Würde. Sie ist weg, wisst ihr? Ich war mal ein Bingo-Pferdchen, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Wieso nicht? Ich sollte einfach da reinhopsen. Ach, du meine Güte. Realistisch betrachtet wirst du beim Aufschlag nicht sofort sterben, sondern dich wahrscheinlich nur sehr schwer verletzen. Außerdem sind andere vor dir auf dieselbe dämliche Idee gekommen. Also erwartet dich da unten keine Erlösung, sondern nur alte Knochen und Schmerzen. Okay. Wow, Laura, du solltest Seelsorgerin werden. Nein. Ja, ich weiß. Solltest du nicht. Was ist denn ein Bingo-Pferdchen? Bingo ist das älteste Spiel der Welt. Dazu brauchst du Bälle und Pferdchen, die Bälle treten. Aber nur gut aussehende Pferdchen. Aha. Ich verstehe. Du bist zu hässlich. Der Ansager hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ein Wulup eine Aubergine verprügelt. Außerdem habe ich meinen Ball verloren. Dann bin ich abgehauen. Oh Mann. Aha. An deiner Stelle wäre ich da schon längst runtergesprungen. Laura, ich finde, du bist wunderschön. Danke. Das hat mir noch keiner gesagt. Und du auch, Pferdchen. Okay. Warum denkst du denn, du wärst nicht hübsch genug? Oh, als Bingo-Pferdchen muss man wahnsinnig gut aussehen. So ganz unrealistisch. Und meine Mähne sieht angeblich aus, als hätte ich sie mit einem Ziegelstein gekämmt. Stimmt. Sie sieht schlimm aus. Laura! Ich kann mich gar nicht auf dein Gesicht konzentrieren. Laura, wir haben darüber geredet. Außerdem seht ihr ja, dass mir irgendwie das Einhorn abgebrochen ist. Und mein Glückshuf, mit dem ich die Bälle auf die Zahlenfelder getreten habe, ist abgewetzt. Und ich habe meinen Ball verloren. Aber das kriegen wir doch alles geregelt. Laura! Laura, du hast kein Mitgefühl. Kann es sein, dass diese ganze Bingo-Pferdchen-Sache ziemlicher Humbug ist? Humbug? Das sind die schönsten Ponys Asposiens. Es ist nur Bingo. Laura, was haben wir über anderer Leute Träume zerstören gesagt? Nicht machen. Also, was stimmt nicht mit dir? Naja, die anderen haben alle so Silbermähnen. Meine Mähne glänzt einfach nicht mehr. Was ist denn mit deinem Horn passiert? Oh, das ist der Grund, aus dem ich eigentlich hier bin. Jetzt bitte nicht so eine traurige Lebensgeschichte. Es war ein ganz normaler Tag. Mist. Und ich habe meinen Bingo-Ball getreten und die Leute waren total beeindruckt. Das war echt nicht meine Schuld. Da lag ganz plötzlich eine Bananenschale. Du bist ausgerutscht? Was? Nein, ich war abgelenkt und bin gegen die Wand gelaufen. Ich habe Angst vor Bananen. Du hast dir das Horn abgebrochen, weil du in eine Wand gerannt bist? Ja, blöde Wände. Ich habe auch Angst vor Wänden. Mit deinem Glückshuf scheint doch alles in Ordnung zu sein. Bäh, nein. Das sieht doch furchtbar abgewetzt aus. Ich habe so einen Tick, dass ich immer dran rumknabbern muss. Der Ansager hat auch gemeint, ich kann so nicht rumlaufen. Dann habe ich noch mehr geknabbert und dann bin ich abgehauen. Wenn das dein schlimmstes Problem ist, solltest du doch springen. Und wozu braucht man so einen Bingo-Ball? Also wir Pferdchen treten unsere Glücksbälle in die Zahlenfelder. Jedes hat seinen eigenen Bingo-Ball. Den zu verlieren ist, als würde man, naja, seinen Bingo-Ball verlieren. Ja, furchtbar wäre das. Hast du ihn Mal gesehen? Mal überlegen. Also ich hatte ihn noch, bevor ich den Abhang runtergerollt bin. Danach war er weg. Und mein Fell sah so aus.
Mir ist alles Mögliche drin hängen geblieben. Ich hatte sogar eine Wollmaus drin. Abhang? Warum hast du das gemacht? Die anderen Bingo-Pferdchen haben gesagt, ich trau mich nicht. Die haben hinterher dumm geguckt. Nett. Okay, schauen wir, ob wir denen helfen können. Tschüss. Nicht darunter springen, solange wir weg sind. Unsensibel. Du darfst dir das nicht übel nehmen. Sie ist innerlich tot. Ja, das stimmt. Gut, dann reden wir mit dem nett lächelnden Händler. Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 5. Kunde. Ist das euer Ernst? Wow. Oh, wow. Haben wir was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Mhm. Juhu! Alles klar. Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Wow! Du bist so leicht zu beeindrucken. Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Mit deiner Hilfe? Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für einen Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden, Alkohol. Oh nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her? Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Okay. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase. Der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Naja, unter uns gesagt, meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Ich find's super. Ich mag keine Überraschungen. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und lasst euch nicht allzu sehr überraschen. Alles klar. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Mhm. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Hat er doch gerade gesagt. Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ich finde, das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Aha. Haha, wer braucht denn sowas? Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Ja, Und? Okay. Noch mehr brillante Ideen? Nun ja. Ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das Gleiche wie betrunken. Man ist eher hebelig. Hört sich prima an. Also krass. Kann ich das mal probieren? Robert, lass das lieber. Na gut, dann vielleicht ein andermal. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. So kleine Babyhaare. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. So, danke. Warum ist euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Aha. Eben. Ha, genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Aha. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Hm. Das ist genial. Ach, naja. Nase, ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Asposien vor sich selbst retten. Okay. Auf Wiedersehen. Gut. Beehrt uns bald wieder. Naja. Da steht, Achtung, extra starke Chili. Nur für Erwachsene. Kann ich so eine Wundertüte haben? Ich weiß nicht.
Könnt ihr mir was anderes dafür geben? Robert, hast du irgendwas zum Tauschen? Was du ihm anbieten könntest? Mal überlegen. Ich hätte Geld? Okay, Geld kann man immer gut gebrauchen. Ich gebe euch mein Zeug für Geld. Ja, dann los. Kann ich so ein... Ich weiß. Robert. Also, ich gebe ihm dann jetzt Geld. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Wow. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Auch so oft ich will? Ein richtiger Geschäftsmann. Solange der Vorrat reicht. Aha. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Na gut, dann nehme ich mir halt Wundertüten. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Toll, Kleeblätter. Klasse. Ah, leider nur Kleeblätter. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt wird es dann ein Hufeisen. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ah, Kleeblätter. Ah, leider nur Kleeblätter. Oh. Nächstes Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Ja, bestimmt. Irgendwie ganz habe sicher. Ich das Gefühl, mit meinem Glück gewinne ich keins. Tja, wenn man bloß wüsste, wo das Hufeisen ist, was? Mhm. Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr, viel Spaß damit. Ein Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Yep. Ihr Na habt gut. ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Kann ich die Nasenschoner wieder aufsetzen? Abstand halten, Huck. Na gut, okay. Da vorne ist es viel zu windig für dich. Glück kann man nicht mit Gewalt erzwingen. Nett. Na gut. Auf wieder zurück. Wollen wir doch mal sehen. Das Symbol habe ich irgendwo schon mal gesehen. Willkommen in Alt-Aspen. Oh, nett. Die geht nicht auf. Was da wohl drin ist? Dazu fällt mir nichts ein. Echt jetzt? Oh Mann, ey. Willkommen in Alt-Aspen. Also, ich sage euch, die Basilen sind nicht echt. Conroy hat sie gebaut, um das Volk zu... Ach, mir hört ja eh keiner zu. Wir hören euch zu und würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Nett. Ihr sagt also, die Basilen sind nicht echt? Ja, richtig. Also, erstens ist es ja vollkommen offensichtlich. Ja, finde ich auch. Meine Rede. Und zweitens? Es gibt kein zweitens. Oh. Ich schwöre, es sind Maschinen. Irgendwer hat sie gebaut. Ich habe sie abstürzen sehen. Aber niemand hört mir zu. Niemand außer ihr. Ich kenne das so gut. Ich habe schon gesagt, dass Conroy eine Verschwörung plant, als er gerade erst an die Macht gekommen ist. So offensichtlich. Endlich jemand, der mich versteht. Wenn uns doch nur alle zuhören würden. M?
Basilen, die fliegenden Windgötter. Pft, dass überhaupt jemand darauf reinfällt. Ja, nicht wahr? So offensichtlich. Ich bin mal auf einem geritten. Ich weiß, ich war dabei. Was denkt ihr? Tatsache, sie war dabei. Man sollte sie anbeten. Meine Theorie ist ja, und jetzt haltet mich bitte nicht für verrückt, dass sie den Wind entstehen lassen, indem sie ein Lied auf ihrer Nase spielen. Das stimmt. Das ist eine Tatsache. Ja, ich meine, das macht doch total Sinn. Total. Also, die Instrumentennasen haben friedlich im Wald gelebt und den Wind gemacht. Dann hat Conroy sie entdeckt und versteinert. Dann hat er die Macht an sich gerissen. Aber wie? Was, wenn er ein Mitglied der Familie entführt hat, um sicherzustellen, dass der Wind weiterbläst? Ja, genau. Das ist genial. Es muss jemand sein, den er leicht unter Kontrolle haben könnte. Ein Kind. Genau. Und er hat das Kind großgezogen und ihm eingeredet, dass etwas mit ihm nicht stimmt, um ihn gefangen zu halten. Ja, genau. Was, wenn das Kind ihn aber irgendwann durchschaut hat und loszog, um seine Familie zu finden? Und dann alles klar, Adigon. Viel Spaß. Und dann seine Familie befreit und Conroy versteinert hat? Puh, wow! Das hat Spaß gemacht. Können wir bitte gehen? Nein. Was denkt ihr, wer der rechtmäßige Herrscher über Asposien ist? Laura, nicht. Also, wenn die Flötennasen wirklich den Wind machen, sind sie die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Also, falls sie einen, ich weiß nicht, König gehabt hätten? Und wenn der aber bei dem Überfall gestorben wäre? Dann wäre sein ältestes Kind, ja, das wäre der rechtmäßige Herrscher. König Schmönig, ich finde, das wird vollkommen überbewertet. Er ist so süß. Interessante Kassette. Was ist das? Oh, das ist das Startmodul eines Basilen. Ich konnte es sicherstellen. Es ist der ultimative Beweis, dass die Basilen Maschinen und keine Götter sind. Ich weiß genau, dass die Leute mir glauben würden, wenn sie mir nur zuhören würden. Ich kenne das Problem. Aber dieses Startmodul ist genau das, was ich brauche, um Emil die Wahrheit zu beweisen. Ich würde ja nichts lieber tun, als euch zu helfen. Aber es ist mein einziger Beweis. Wie soll ich die Leute sonst dazu bringen, mir zuzuhören? Indem du lauter bist? Früher hatte ich eine Flüstertüte, eine richtige. Die Leute kamen in Scharen. Ah, der Hut. Sie kamen alle, um euch zuzuhören? Ja, naja, viele kamen auch, um sich über mich lustig zu machen. Das macht wesentlich mehr Sinn. Banausen, manche können die Wahrheit einfach nicht ertragen. Aber keine Sorge, wir verschaffen euch Gehör. Dann braucht ihr auch das Modul nicht mehr. Okay. Wenn wir euch also eine Hallo, Art Kali. Bringen, würdet ihr uns das Startmodul geben? Genau. Klingt nach einer Aufgabe für uns, Laura. Bis bald. Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Ich hätte bitte gerne den Hut. Vorsicht, fliegt da besser nicht zu nah dran. Hack passiert nichts. Hack passiert anderen. Mhm. Kann ich irgendwie... ich brauche irgendwie eine Hebelwirkung. Ich möchte lieber nicht stören. Aber warum? Wollt ihr das hier vielleicht gegen eure Flasche? Er schläft wie ein Baby. Ein sehr hässliches Baby. Wollt ihr das hier? Ein sehr. Okay. Scheint eine geschlossene Gesellschaft zu sein.
Ganz gut, Dinge werden besser. Bahncard 50 rückt näher und ich grinse ein wenig breit und blöd. Ah, das ist schön. Das freut mich. Ich kann leider nicht. Da komme ich nicht ran. Das möchte ich nicht nachbauen. Soll ich das für dich tragen? Ja. Ich möchte derzeit nichts versteinern. Frag in. Das ist zu weit weg. Mhm. Mhm. Nein. Nein. Okay. Wie wär's mit ein Lied? Nein? Okay. Zertifikat. Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Ha. Dazu fällt mir nichts ein. Was soll ich daraus formen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich denn ihm das da geben? Wie soll mir das helfen? Okay, scheinbar nicht. Glück hilft mir hier nicht weiter. Glück hilft mir hier nicht weiter. Also ich brauche für den Stein irgendwie eine Hebelwirkung oder irgendwas. Glück hilft mir hier nicht weiter. Hallo Onivan, einen wunderschönen Abend. Glück hilft mir hier nicht weiter. Ja. Ach, Flötennase, dass du auch immer alles mitschleppen musst. Was muss ich denn tun? Das ist zu schwer für mich. Ah ja. Die ist doch schon abgebrochen. Das möchte ich nicht nachbauen. Na gut. Die ist doch schon abgebrochen. Das ist zu weit weg. Abstand halten, Huck. Okay. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Meinst du nicht? Nein, wenn wir länger warten. Okay, wie kann ich ihn denn... Ich kann euch hören. Warum antwortest du dann nicht? Kann es sein, dass diese ganze... Hum? Es ist... Laura. Nicht... Also, naja. Bis gleich. Kann ich denn... Und immer optimistisch bleiben. Ich glaube, das kommt zu spät. Mir fehlt eigentlich nur die Kugel, oder? Obwohl... Ich hab... Ja, eigentlich drei Dinge. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Mm-hmm.
kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das liegt unten. Was willst du nur von mir? Das liegt unten. Und irgendwie muss ich diesen Felsen da wegbringen. Das ist zu schwer für mich. Okay, dann macht das halt sie. Das müsste klappen. Oh. Nanu? Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Was zur Hölle? Eine Memo-Muschel. Ich spreche da nur was drauf, wenn es absolut nötig ist. Eine Memo-Muschel. Man kann Sätze darauf aufnehmen. Okay. So, wo ist jetzt dieses komische Horn hingeflogen? Ah, hier. Keine Chance. Es ist fest verschlossen. Na gut. Dann geben wir ihm jetzt mal diesen komischen Hut. Könnt ihr damit die Leute zusammentrommeln? Das Ding ist ja vorne zu. Da kann ich nicht reinsprechen. Okay. Ich sehe ein, das haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht. Hm. Krieg ich das irgendwie vorne auf? Hm. Robert sollte sich das mal anschauen. Okay, Robert. Das sieht aus wie Noten. Noten. Yay. Aha. Oh, cool. Ich habe die Noten schon auswendig gelernt. Ging aber fix da. So, wenn ich das jetzt hier auch mache. Den gleichen Ring gibt es in der Dynastie. Cool. Die Flötennasen scheinen früher nicht nur im Wald gelebt zu haben. Die Sage vom Einklang ist also wahr. Aha. Bringt aber nichts. Gut. Das hier. Kannst du damit deinen Schweif und deine Mähne aufsetzen? Nein, alle anderen tragen Silber. Aha. Silber also. Ich kann leider... Okay. Wie wär's hier mit einem Ball? Es gibt so viele Dinge, für die sich das Leben lohnt. Aber das hier ist keins dieser Dinge? Nein, ich denke nicht. Okay. Ich kann leider nicht töpfern. Conroy hat mir kein Hobby erlaubt. Hufeisen. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay. Jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Hallo, Sir Koala. Einen wunderschönen das Abend. Das brauche ich dringender als er. Na, hast du Feierabend? Horn. Naja, dann könnte ich... Ja, endlich. Nein. Ein guter Arbeitstag heute. Was als Kamm Darf nutzen? Ich dich kämmen? Jetzt erstmal Fuden. Mit der? Na gut. Es gibt's Gutes? Hey, ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden.
Meine Bingo-Kugel. Bitte gib sie mir. Wir versuchen gerade, dieses Pony glücklich zu machen. Pizza. Oh, ich hasse dich. Nein, aber ich bin neidisch. Ja. Kann ich damit sein Horn? Kannst du das vielleicht gebrauchen? Ja, das ist ein tolles Horn. Mhm. Beautiful. So, jetzt brauche ich nur noch irgendwas, was das hier grau macht. Ha. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nun. Was macht das grau? Naja. Also die knutschende Schnecke, da würde mich schon glücklich machen. Das ist eine Memo-Muschel. Da sagt man Dinge rein und dann wiederholt die. Scheinbar. Warum sollte ich das tun? Kann ich seinen Hut haben? Beweis. Ja, was soll's? Ich hätte... Hallo, dürfen wir euch zu? Ja, Fragen. Nein, ich kann seinen Hut nicht haben. Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Wie kriege ich die Mähne silbern? Ich könnte Chinesisch anbieten. Thai-Ente mit Gemüse und Reis. Oh, ich nehme das Gemüse und den Reis. Bin dabei. Warum ich keine Pizza habe? Gute Frage eigentlich. Warum habe ich keine Pizza? Kann mir das einer beantworten? Was ist dieser Fernsprecher? Der muss doch auch irgendwas tun, oder? Hallo? Geht keiner ran. Und das Beste lässt du weg? Ente ist das Beste für dich? Okay, ich bin Vegetarier, Univan. Ich esse kein Fleisch. Hallo? Geht keiner ran. Okay. Was sind das eigentlich für Figuren? Tic-Tacs? Figuren? Die hier? Das sind Asposa. Die heißen Asposa. Und das ist Robert und das hier ist, wie heißt die nochmal? Ich habe schon wieder ihren Namen, Laura. Und das ist Huck hier oben. Huck die Taube. Nett, oder? Und du kannst dich wirklich nicht an den Spruch erinnern? Nope. Moment, ja, eine Pizza zu Anja. Jupp, die große, sympathische, verrückte. Danke, ja, Rechnung auf mich. Oh, es wäre so cool, wenn ich jetzt eine Pizza hätte. Jetzt ist nicht die Zeit, einen Anrufbeantworter zu erfinden. Egal. Zu kurze Arme. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja. Ein bisschen. Laura, das hast du zweimal erwähnt. Ja, so ab und an. Ich vergesse Namen super schnell. Ich bin nicht gut in sowas. Die Taube sieht aus, als hätte sie ein Zäpfchen gegessen. Ja, vielleicht so ein bisschen. Wie soll mir das helfen? Sprich was rein. Das brauche ich ja wohl dringender. Ernsthaft? Gutes Beispiel von bringt nichts. Okay. Ein Versuch was wert? Was könnte ich dem noch geben? Kleeblätter? Wir brauchen kein Glück, wir brauchen Dynamit. Habe ich leider nicht. Nee, das ist nicht. Nein. Okay, wie wär's hiermit? Ja. Damit? Wie wär's damit? Nein. Ich weiß es doch nicht. Okay, das habe ich schon gecheckt. Was kann ich noch machen?
den Fluss. Das Schild. Also ich muss das irgendwie weiß kriegen hier, aber ich weiß nicht wie. Oh Baby, alles wird das Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. So schaut's aus. Lieferando fehlt definitiv ein Twitch-Streamer-Modus, wo Leute einen Pizza liefern lassen können. Boah, lass denen das mal vorschlagen. Ja. Nein. Na gut. Das ist zwar Ramsch, aber es ist mein Ramsch. Okay. Ah. Ich weiß nicht, was sie machen muss. Na gut. Sie können sich ja eine bestellen. Sind deine Alerts aus? Nee. Ach, wegen dem Host. Wenn mich jemand hostet und ich glaube unter 3 oder 5, ich weiß gerade nicht mehr, unter 3 oder 5 Leute hat, dann kommt kein Alert. Ich glaube, es waren 3. Aber danke für den Host. Dankeschön. Ich habe das gerade im Chat gelesen. Ja, ich fand es irgendwie immer ein bisschen nervig. Nicht nervig, störend, wenn am Anfang vom Stream immer so alle 5 Sekunden so ein hostet dich jetzt mit einem Zuschauer oder so. Es ist lieb. Ich finde das super lieb, aber irgendwie stört das ein bisschen mich. Was muss ich denn machen? Wie kriege ich den denn jetzt über? Ich hätte gern seinen Hut. Aber er gibt mir seinen Hut nicht. Das stört dann nur nicht bei mehr Viewern. Ja, ich möchte ja schon Danke sagen, wenn die Leute mich hosten. Vor allem im Stream weiß ich das dann, wenn die gerade gestreamt haben. Dann will ich die Leute ja begrüßen. Weißt du? Aber ich finde es auch immer super unangenehm, wenn ich Leute hoste, wenn ich gar nicht streame, sondern einfach nur möchte, dass sie auf meiner Seite sind. Und dann hoste ich sie mit 0 Zuschauern und dann taucht das da ständig bei denen im Stream. Das finde ich irgendwie selber störend. Also wenn ich das bei anderen Leuten mache. Deswegen habe ich das bei mir einfach aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe! Sorge dafür, dass Mama Dola vom Bingo zurückkommt, okay? Dafür brauchen wir das Pony. Macht das Bingo-Pferdchen glücklich? Das versuchen wir gerade. Besorgt dem Bingo-Pferdchen eine Silbermähne. Das will ich. Ja, habe ich. Das weiß ich schon. Zunächst solltest du mit der Aufgabe reparieren, den Basin, um Emi zu überzeugen, weitermachen. Du kannst die hier im Hilfesystem... Okay, also erstmal muss ich das machen. Der Prediger im Stadttor hat ein Startmodul. Er will es dir nur geben, wenn du ihm eine Flüstertüte besorgst, damit die Leute ihm zuhören. Du sollst dir eine Pizza bestellen. Nein, mache ich heute nicht. Ich esse, glaube ich, am Wochenende Pizza. Ja, ich habe was Trichterförmiges. Du musst die Spitze irgendwie absäbeln. Siehst du irgendwo etwas mit einer scharfen Klinge, womit du den Hut stutzen könntest? Mit einer scharfen Klinge. Ah. Nein. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja. Ernsthaft? Ja. Einer scharfen Klinge. Eine Schafe? Sieht jemand was mit einer scharfen Klinge? Ernsthaft? Ja. Lass mich Dinge testen, Laura. Nicht immer so schnippig hier. Okay. Scharfe Klinge. Das Windrad.
Wenn ich das da reinhalte, kratzt es nur ein bisschen an meinem Hut. Leg das Messer weg. Nö. Vielleicht so richtig Rowdy-mäßig die Flasche zerschlagen. Aber dafür müsste ich erst an die Flasche. Und... Oh, das war süß. Warum quietsche ich eigentlich immer dann? Ha, oh Gott. Sehr gut. Ja, da stand. Schön. Gerne. Und jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz, so hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich hab getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Ja, können eindeutig. Wir gehen? Okay, dann los. Hack, komm ran da. Ich brauch dich. Wer ist Emil? Emil ist der Böse. Also, das ist der zweite Teil jetzt schon. Und also von The Inner World. Und im ersten Teil haben wir ganz am Ende eben den bösen Windmönch besiegt, namens Conroy. Der hat hier Robert aufgezogen da und hat halt die Flötennasen alle versteinert. Und zwar mit Hilfe von diesen Basilen hier. Und nachdem wir Conroy besiegt hatten und auch versteinert hatten, hat Emil, ein ehemaliger Ramschladenverkäufer, der Ramschladen wird jetzt von seinem Bruder geführt. Der heißt jetzt Emils Bruders Ramschladen. Emil, sein Bruder Ramschladen heißt er, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall hat Emil beschlossen, dass jetzt die ganzen Flötennasen, also zum Beispiel hier er, weil Robert hat so eine Nase mit so Löchern und er kann Musik machen und so, zu beschuldigen, dass sie die Basilen hervorrufen mit ihrem Geflöte. Und deswegen wollen wir ihn jetzt, naja. Darf man Clips posten? Ja, darf man. Oh, ups. Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. So oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit Bitte? Ach, Flötennase, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Oh, das wäre gut. Robert, das ist genial. Wir müssen sie herholen. Danke. Um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Ja. Okay, ich schaue mir kurz den Clip an. Zähler quietscht. Nein, echt jetzt schon wieder? Wie viele davon gibt es eigentlich? Das war süß. Wie viele von diesen Clips existieren? Okay. Was haben wir denn hier? Klappe, Kühlflüssigkeit. Geh da lieber nicht so nah dran. Nein, okay. Ach ja, Kühlflüssigkeit. Glänzt zwar schön, aber färbt auch ohne Ende. Man sollte sie alle aneinander schneiden. Oh Gott, bloß nicht. Ich muss da mal kurz mal mit dem Clip anfangen. Von meinem Vater rein. Nein. Ah, na gut. Tu, was du möchtest. Sie sind frei zur Verfügung, die Clips.
So, dann können wir jetzt dem Einhorn seinen Schweif geben hier. Und es ist wieder glücklich. Schau mal, das glänzt doch hervorragend. Dankeschön. Ich reiße es auseinander. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Ich brauche SFX für die Sammlung. Ah, oh, wie beautiful. Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Ja, eindeutig. Guck dich an. Wie hübsch du bist. Sodass ihnen die Augen wegkokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Ja, so schaut's aus. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Dieses Pferd. Ein richtiges Arsch. Was? Das ist ja cool. Ich will das auch können. Wir haben ein Monster erschaffen. Yep. Ja, aber ein hübsches, funkelndes. So verlasse ich immer die Arbeit. Oh Gott, wie gern ich das sehen würde. Ohne Witz, wie gern. So, können meine Haare jetzt bitte mal nicht hier ständig in meinem Gesicht rumkitzeln hier. So, weiter geht's. Ach, wie schön. Kann ich da jetzt rein? Anscheinend eine geschlossene Gesellschaft. Nein, dann ist sie doch jetzt bestimmt wieder zurück, oder? Ah, Kinder, ich hab schon auf euch gewartet. Ihr seid die Frau aus meiner Vision. Ich freue mich, dich hier wohlbehalten anzutreffen. Und wer ist deine Begleiterin? Laura. Ich bin Laura. Seid ihr ein Paar? Nope. Sollten wir nicht lieber erstmal Asposi... Haare Nerven abrasieren. Psst, du wirst allein sterben. Mach ich in meinem Midlife-Crisis. Ah, jetzt auf einmal. Wir suchen den letzten Windmönch. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Das Kloster ist hier ganz in der Nähe. Aber ich muss euch warnen, der Eingang ist kaputt. Na klasse. Oh nein, wieso das denn? Ich möchte ja nicht sagen, dass ich ihn kaputt gemacht habe, aber bei einem meiner Kräuterexperimente mit dem Fernsprecher gab es eine Verpuffung. Eine Verpuffung? Wie? Woher soll ich das wissen? Wie nett es klingt. Dieser Kräuterlikör hat mir jede Erinnerung geraubt. Verpuffung? Und wie kommen wir dann da rein? Kann ich die Tür vielleicht auflöten? Tut mir leid, Junge, so funktioniert das hier nicht. Oh nein. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Braucht ihr eigentlich den kaputten Basil auf der Klippe noch? Ich denke, wenn ich Emil beweisen könnte, dass die Viecher nicht echt sind, könnten wir so die Hinrichtung verhindern. Genau. Und wenn ich dann den Windmönch finde, ist Asposien wieder sicher. Fang jetzt nicht wieder damit an. So ein Undercut. Kann ich den Basilen haben? Natürlich. Der liegt hier eh nur im Weg herum. Du kannst ja versuchen, ihn wieder zum Fliegen zu bringen. Das Startmodul habe ich schon eingesetzt. Die Stabilisierer scheinen auch zu laufen. Mir fehlt nur der Satz für die Sprachaktivierung. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt mir Bescheid. Das werde ich. Danke. Kali, ich sage es dir gern immer wieder. Seit, ich glaube, jetzt schon fast 2 Jahren... Nein, ich mache mir keinen Sidecut. Nein. 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 Hallo? Geht keiner ran. Hallo? Das ist ein Negativ-Iro. In der Mitte abrasieren, oder was? Wisst ihr, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Natürlich. Ich habe die kleinen Mistkerle jahrhundertelang großgezogen. Es gibt ein Kloster. Tief in den Schippenbergen, hinter diesem fest verschlossenen Tor liegt es, versteckt vor der Außenwelt. Aber, und das ist wichtig, mein Junge, den Weg musst du ganz allein finden. Na klasse. Warum ich?
Warum nicht? Ha! Ich finde den letzten Windmönch also in einem Kloster in den Schippenbergen. Korrekt, das hat sie gesagt. Genau. Aber die Tür ist mittlerweile etwas ramponiert. Feier? Wie kriegen wir schon auf? Kenn ich nicht. Das ist die richtige Einstellung. Okay. Alle Flötennasen werden verfolgt. Die Leute hassen uns richtig. Wie konnte es nur so weit kommen? Alles Emils Schuld. Ach, mein Junge, die Leute hassen euch nicht. Die Leute haben nur gerne gemeinsame Feinde. Das ist wie ein gemeinsames Hobby. Wie Töpfern Wenn du anfängst, oder Löten. Dich zu fragen, was mit dir selbst nicht stimmt, dann führt das zu echtem Hass. Ich glaube, es gibt kein Gefühl, bei dem es mehr um das eigene Herz geht. Ich hasse Emil. Dieser Emil-Typ scheint mir ein sehr wütender Mensch zu sein. Ja, traurige Geschichte. Haben wir mitbekommen, dass er ein sehr wütender Mensch ist. Wir müssen die Verfolgung stoppen. Die einzige Möglichkeit ist, Emil aufzuhalten. Glaubt ihr, dann hört der Hass einfach auf? Nein. Ach, ihr kennt doch die Asposa. Lass ein paar Wurzelbier und ein paar Tage ins Land ziehen und die Sache landet vergessen in irgendeinem Geschichtsbuch, das am Ende doch keiner liest. Gern geschehen, Kali. Und Discord. Hier die Erscheinung, die ich gesehen habe, nachdem ich entsteinert wurde? Wie habt ihr das gemacht? Oh, eine gute Zauberin verrät nie ihre Tricks. Sagen wir einfach, ich weiß, wie man mit Leuten redet, die weit weg sind. Oh, können wir dann mit unserem, hier mit ihrem Vater reden? Ich weiß noch, dass ich bei einer verrückten alten Schachtel in die Leere ging. Danach ist alles eine verschwommene Wolke aus Kräutern, Lagerfeuern und Wurzelbier. Klingt nach Spaß. Ich würde gerne mal Wurzelbier probieren. Klingt irgendwie eklig. Ist es nicht ein wenig einsam hier in den Bergen? Och, ich bin oft in der Stadt und außerdem kann ich ja Ferngespräche führen. Sie ist süß. Die Basilen waren nie echt, oder? Findest du? Okay. Um Gottes Willen, nein. Die Dynastie war echt und die Windmönche. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, von denen ihr nie erfahren werdet. Yay. Aber die Basilen sind Ganz so erfunden wie mein Alter. Das müssen so kräuterig. Wir beweisen. Wenn ich das Ding repariert kriege und zu ihm bringe, muss er uns glauben. Wie Ingwerbier. Ein guter lecker. Plan. Die gute Ingwerbier. Der Basil wird Emil die Wahrheit beweisen. Ich hoffe nur, ihr hört ihr dann auch zu. Keine Sorge, ich habe Methoden. Hervorragend. Hast du mal überlegt, bei mir in die Lehre zu gehen? Was hätte ich davon? Freibier. Ich denke drüber nach. Was bedeutet das? Du kannst Kontakt herstellen? Siehst du dieses schicke Dosentelefon da drüben? Ja, das viel zu kurz ist. Wenn du mir einen Glücksbringer, was Brennbares und was Persönliches von deinem Vater bringst, dann kann ich eine Verbindung zu ihm aufbauen. Stopf es einfach in die Dose. Was Persönliches? Genau. Egal, was du findest. Es muss etwas sein, das nur von deinem Vater stammen kann. Oh, ich? Nein, nein. Netter Versuch, aber du passt doch überhaupt nicht in die Dose, mein Schatz. Keine Limo, es ist wirklich Bier mit Ingwer. Muss es etwas Bestimmtes sein? Irgendwas, das ein ordentliches Feuer anfacht. Mhm. Ich mag, wie ihr denkt. Muss es ein bestimmter Glücksbringer sein? Ach, Kind, mach keine Wissenschaft draus. Es ist nur einfache Zauberei. Nimm irgendwas, das Glück bringt. Stopf es in die Dose und zack, Ferngespräch. Süß. Und das schmeckt... Etwas anderem. Also mir schmeckt's. Ich mag halt auch Tschüss. Ingwer gern. Passt auf euch auf. Ich habe das auf dem Mittelalterfestival immer getrunken. Ich finde es echt gut. So, einmal das. Dann einmal das. Und jetzt brauche ich was Brennbares. Die Chili vielleicht. Wie kriege ich das da? Die Party ist vorbei. Können wir jetzt endlich die Welt retten?
Da komme ich nicht ran. Wo ist Huck? Huck, sag mal guten Tag. Das hat ja viel gebracht, du. Okay, dann, okay, ich weiß, wie kriege ich diese Flasche da? Irgendwie... Okay, ich rede nochmal mit ihm. Hallo, ich habe ein paar Fragen für euch. Vielleicht weiß er was. Danke, immer her damit. Oder auch nicht, okay. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Ich brauche diese Chili da. Wie komme ich an diese Chili? Ich brauche die Flasche da unten. Und wie komme ich da ran? Das war leichter, als ich gedacht habe. Ich habe den immer nur aufs ihn gezogen. Ich hätte es einfach auf die Flasche ziehen müssen. Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Viel Spaß damit. Könnt ihr mir die Kiste aufschließen? Oh Gott. Den Schlüssel habe ich vernichtet. Ist doch viel zu gefährlich. Ah ja, na klasse. Die bekomme ich so nicht auf. Jetzt, wie kriege ich denn jetzt diese Kiste hier auf? Damit bekomme ich die Kiste. Okay, wie kriege ich jetzt diese Kiste auf? Ich brauche irgendwie einen Schlüssel. Das brauche ich dringender als er. Irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals. Kann sie vielleicht die Kiste aufmachen? Fest verschlossen. Müsste man irgendwie knacken. Ja, und wie? Das brauche ich ja wohl dringender. Es hätte ja sein können, dass du sie damit ernsthaft irgendwie kaputt machen kannst oder so. Lieber nicht. Okay, wie wär's hier? Ja. Nein. Gut. Kann sie aufmachen? Gut, dass sie unter Verschluss ist. Nach meinem letzten Experiment mit Chili hatte ich die ganze Woche Schluck auf mit Feuerbällen. Oh gut. Will sie aber gerne aufmachen, bitte. Der Clip wurde schön aus dem Kontext gerissen. Oh ja, toll. Ich freue mich. Ich kriege diese Kiste jetzt auf. Ich möchte derzeit nichts versteinern. Frag in 5. Kann ich mit ihr reden? Kann sie mir irgendwie das Ding aufmachen? Na, wie kann ich euch beiden helfen? Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. Muss es etwas Bestimmtes sein? Irgendwas, das ein ordentliches Feuer anfacht. Ich mag, wie ihr denkt. Können wir loslegen? Solange noch Zutat. Also, das war. Okay. Irgendwie kriege ich die da raus. Ich brauche Dinge. Ich weiß nur nicht, was. Was habe ich denn übersehen? Bald geht's los nach Oberasposien. Ihr schafft das. Zeigt es, Emil. Ich werde hier weiter die Wahrheit verbreiten, ob die Leute sie hören wollen oder nicht. Wow, und nicht. Ihr seid so selbstlos. Naja, ich gehe tief in die Berge, um den letzten Windmönch zu finden. Vielleicht ist er sogar gefährlich.
Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Und meine Freundin und ich müssen dann jetzt auch los. Alles klar. So. I don't know what to do. Nein. Okay. Geh da lieber nicht zu nah dran. Da vorne ist es viel zu windig für dich. Kannst du es runterschmeißen? Vielleicht geht sie dann kaputt. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass das tatsächlich funktioniert. Cool. Nun. Easy. Was soll's? So, jetzt. Lass uns loslegen, Madame. Hallo. Na. So. Nochmal wegen dem... Können wir loslegen? Solange noch Zutaten fehlen, kann das Ritual nicht begonnen werden. Also, aber wir brauchen definitiv noch was Brennbares. Ansonsten macht das keinen Spaß. Das war's auch schon. Fernsprechzauberei ist kein Hexenwerk. Hallo. Na? Vielleicht Jens? Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. Warum kann ich das denn da reinstöpseln? Können wir loslegen? Remini. Ah, okay. Ich rufe dich an. Habt ihr auch wirklich nur die Zutaten reingetan, von denen ich euch erzählt habe? Nun ja. Ihr sollt nicht euren Müll in der Dose entsorgen. Das ist ein Ritual. Scheinbar hätte ich die Chili da nicht reintun sollen. Hallo. Aber ja. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt dafür. Ups. Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. Krass dich nicht am Arsch, Robert. Ich sehe das. Können wir loslegen? Reminepo. Ich rufe dich an. Oh. Oh, wie süß es ist. Hallo? Oh, Wollmäuschen. Oh. Und Okarius Junge. Meine Güte, ich wusste, dass du ihn findest. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Reminepo, alter Freund. Kein Tag gealtert, seit ich dich gezwungen habe, die Basilen für mich zu bauen. Diese Schal, die die beiden tragen. Gut. Also, wenn man davon absieht, dass ich von einer Horde Wahnsinniger in einem geheimen Labor festgehalten werde. Emil glaubt wahrscheinlich, ich könnte dem System noch nützlich sein. Hast du ihm erzählt, dass Conrad dich damals gezwungen hat, die Basilen für ihn zu bauen? Mehr als einmal. Aber er glaubt mir kein Wort. Er will mir nicht glauben. Ich werde ihm ein Beweisstück bringen. Dann muss er uns glauben. Meine tapfere kleine Wollmaus. Wieso habe ich eigentlich dieses Auge Papa, immer noch? Ich hole dich da raus. Sind sie zumindest gut zu dir? Danke. Ich kann mich nicht beklagen. Naja, mein Rücken macht wieder Probleme. Die alte Leier. Aber was will man machen, nicht wahr?
Habt ihr Sport. Schon mal Nektarinsäure ausprobiert? Ich habe gelesen, wenn man eine Creme aus dem... Falscher Zeitpunkt. Papa, ich habe hier ein Problem. Es geht um einen Basilen. Ja? Ich muss das Ding wieder zum Laufen bringen. Ich habe das Startmodul eingesetzt, aber ich habe den Spruch für die Sprachsteuerung vergessen. Meinst du Lorem Ipsitus Fladimob Sibi? Schwengelti Dengel Avicist Mi Aistibumgedre Dacitorus Lampi? Ach, richtig. Wie konnte ich das vergessen? Danke, Papa. Wie konnte sie das Kein vergessen? Thema. Und wie geht's euch beiden so? Bekomme ich demnächst mal Enkelkinder? Tschüss. Schön. Hab dich lieb. Bis bald. Nett. Dann kann ich den Spruch von meinem Vater ja gleich auf die Muschel sprechen. Lorem ipsitus fladimob sibi, schwengelti dengel, avicistmi, aistibum gedre, dacitorus lampi. Das ist zu weit weg. Huck, it's your turn. Hau rein da. Okay, das müsste funktionieren. Basil, mach dich flugbereit. Oh, sehr gut gemacht. Cleveres Mädchen. Alle Systeme startklar. Aber ich muss noch Flötennase helfen. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie rein. Sicher nicht. Schade. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Da ist nichts drin, was ich noch brauchen kann. Ja, rein theoretisch muss ich doch jetzt einfach diese Tür da aufmachen, oder? Ja, dann könnte ich... Obwohl, nein... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der Basil ist startklar. Nein, danke. Ich habe noch blaue Flecken vom letzten Mal. Wie bekomme ich es nur auf? Gute Frage. Dahinter kannst du es nicht von der Klippe schmeißen. Dort muss ich den letzten Windmönch finden. Wie bekomme ich es nur auf? Komme ich da rein? Warum sollte ich das versteinern wollen? Keine Ahnung. Warum sollte ich das versteinern wollen? Weil? Nein, so geht's auch nicht auf. Okay. Schade. Hätte ja klappen können. Ha. Was soll schon passieren? Nein, lass das da mal drin, bitte. Was? Und jetzt macht das nochmal, sodass vielleicht das Tor Hallo? Aufgeht. Na, wie kann ich euch beiden helfen? Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. Können wir loslegen? Reminepo. Habt ihr auch wirklich nur die... Schade. Okay. Vielleicht das? Ah! Ja! 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Na? Ja, 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 ja. So, jetzt. Können wir. Remi. Kaboom. Gut. Haben wir gut gemacht. Ich nehme mal an, das war euer Werk.
Yes. Da habt ihr den Salat. Die Tür ist kaputt. Passiert. Oh, sehr gut. Die Tür ist kaputt. Ich mag sie. Dort wartet der letzte Windmönch. Stimmt's? Ja, mein Junge. Mein Junge, sieht so traurig aus. Ich gebe dir noch etwas mit auf den Weg. Was denn? Einen guten Rat? Nein, ein Buch. Oh Gott. Du wirst es noch brauchen. Ein Buch. Großartig. Dann lass uns den Windmönch finden. Flötennase, jetzt hör doch auf. Komm einfach mit mir. Wenn wir Emil und allen anderen beweisen können, dass die Basilen nicht echt sind und dass du den Wind bringst und der König bist, dann brauchen wir keinen Windmönch. Nie wieder. Laura, du weißt, ich... Ja, du kannst das nicht. Ich hab's verstanden. Hör zu. Du tust, was du tun musst. Aber ich werde mit den Basilen losfliegen und die Hinrichtung verhindern. Es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Auf Wiedersehen, Laura. Jetzt hör auf zu heulen, Mädchen. Der kommt wieder. Ich war vielleicht zu hart zu ihm. Ich mag sie. Nein, Conroy war zu hart zu ihm. Aber du musst dich damit abfinden, dass du den Jungen nicht einfach in die richtige Bahn brüllen kannst. Lass ihn den Windmönch suchen. Vielleicht findet er ja die Wahrheit auf dem Weg. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Willst du einen Schluck Kräuterlikör? Nein, tut mir leid. Ich muss noch fliegen. Mach's gut, Dola. Es war schön, dich zu treffen. Mach's gut, Mädchen. Und Kopf hoch. So, du hässliches Ding. Bring mich zu Emil. Alles klar. Kapitel 4. Oh. Hier ist also der sagenumwobene Ort, an dem sich der letzte Windmönch aufhält. Habe ich mir irgendwie sagenumwobener vorgestellt. Nun ja, die Realität ist der erklärte Feind der Fantasie. Redet er? Moment, dich kenne ich doch. Nanu? Der Schrof. Meine Güte, Sie sind es, Robert. Wie lange ist das jetzt her? 2 Tage? 3 Jahre bestimmt. Ach ja, stimmt, es waren 3 Jahre dazwischen. Ich wusste, dir geht es gut. Aber was soll man auch von dem tödlichsten Tier Asposiens erwarten? Ach, wie schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich würde dich ja umarmen, aber... dann würde ich eines qualvollen Todes sterben. Dann würden sie eines qualvollen Todes sterben. Herrlich. 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 Zehennägel. Heilige. Wie viele Kapitel gibt's in dem Spiel? Fuden und so. Alles klar. Koala, hat mich gefreut, dass du da warst. Viel Spaß beim Lurken und lass es dir schmecken. So, ich kann doch bestimmt irgendwo sehen, wie viele Kapitel das Ding hat, oder? Noch 2. Perfekt.